Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hallöchen, liebe, und ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu unserem neuen Vlog. Ich bin draußen im Garten und ja, ich wollte einfach mal überprüfen, was ich hier so schon zum Wachsen habe. Hier hat jemand gewühlt. Ich nehme mal an, da sind Katzen oder sowas in dem Beet. Ja, also wenn es mal regelfrei ist, muss ich definitiv in den Garten und ich muss aufräumen hoch drei. Ich habe auch voll die Lust zum Aufräumen, aber es ist noch viel zu nass. Es hat ja auch geregnet. Arsini, nein, es fängt an zu regnen. Du kannst die Schaufel reinbringen und das war's. Mein Thymian müsste ich eigentlich auch neu schnippeln einfach. Mein Rosmarin. Ich muss mal zu der Feige gehen und gucken, ob meine Feige... Ja, meine Feige sieht gut aus. Die bekommt auch ihre Knospen schon. Ja. Die Erdbeere muss ich mal machen. Boah. Das ist alles... Ich drehe mal euch die Kamera. Ich drehe mal die Kamera um. Also, das ist meine Feige, ne? Sie bekommt hier schon ihre süßen Knospen und alles. Ja, die Erdbeeren muss ich da aufräumen. Oh, mein schönes Fliederbäumchen. Schaut mal, wie schön das ist. Cool. Ja, Sauerampfer muss ich auch wegtun. Also eigentlich wollte ich nur einen Kübel lassen. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, gerade ich habe meinen Schalter nicht dran gemacht. Kann ich nicht dran zoomen. Naja, kommt. Nicht hier, kommt da auf die Fläche. Anna. Also Minze. Oh Gott, nee, Minze ist kaputt. Da gibt es ja noch. Wir haben dort keine Minze. Da gibt es keine Minze, ich habe abgeschnitten. Das ist keine Minze. Doch? Müssen wir mal schauen. Ah ja, ja, ja. Ich habe hier noch alte Minze. Ja, jetzt kann ich hier nicht zeigen, weil mein Dings. Thymian, ich liebe Thymian. Thymian können wir auch nehmen, ein paar Stück. So, wir machen gerade einen Tee. Also, ne, wir haben hier zwei Granatapfelschalen. Die kannst du reintun. Dann haben wir zwei Kiwis. Ne, zwei Kiwis haben wir hier. Das würfeln wir alles in Stückchen. Das geht dann alles in die Kanne. Also das habe ich jetzt so bei Instagram gesehen. Da habe ich irgendwie so auch total Lust bekommen. Darauf habe ich meinem kleineren Sohn gesagt, komm, wir machen das. Mir hat es auch gefallen. Ja. Ja. Und, ich glaube, es wird auch lecker schmecken. Wir haben hier auch Minze und... Ein bisschen Minze, ja. Thymian haben wir. Ja, wir haben so ein bisschen Thymian, ein bisschen. So. Apfel. So, so, so. Das wird auch richtig geil riechen, denke ich. Ja, ich weiß nicht. Aber danach noch ein bisschen Honig. Bist du Tee, Schatz? Nein. Dann noch ein bisschen Honig rein, danach wird es noch heute süßer schmecken. Ja, ein bisschen Ding. So, wir haben hier die Schalen. Dann haben wir hier die Apfel und Kiwi. Ja.
tun wir irgendwie rein. Ich hoffe, das fällt mir hier nicht. Die Karte ist schon etwas groß. Sieht doch voll schön. Ich mache noch hier fürs Instagram. Also, wir machen. Wird hier alles reingekippt. Zack. Oh, hier ist jetzt runter. Oh. Duck, oh. Es fallen noch mehr Sachen runter. So. So sieht das Ganze aus. Ja, dann haben wir hier zweimal Thymian. Dann haben wir hier einmal wunderschöne Minze. Minze. Ich verwechsel das Ganze. Ich weiß, Minze. Zimt ist ja da. Wird noch reingekommen. Dann haben wir hier Zimt. Zimt, die Bimdi. Voll schweißig. Soll ich auch machen? Zimt können wir eigentlich weglassen. Ein bisschen kann man reinmachen. Jetzt nicht übertreiben, mal ein bisschen kommen. So. So sieht's von oben. Ah, sieht man nicht gut. Nein, lass es. Von oben nicht. Am besten lass die Kamera so sein, wie sie ist, damit die Leute gut sehen können. Du. Sieht lecker aus. So ziemlich voll. Ne? Sieht aber richtig, ja, so sieht das aus. Ich glaube, wir müssen einmal rühren. Pass auf, dass es heiß. Holst du einen Holzstab? Ja, so ein bisschen. Kann ich holen? Ganz vorsichtig, ja. Geht so nach? Ja, ja. Aber warte, nicht mit dem Löffel, mit dem Unterteil. Boah. Sieht schmackhaft. Ja, ich muss das abdecken und bin selber ganz gespannt, ob das schmecken wird, was wir hier gemixt haben. Ne? Ich muss mir mal so beim Schein oder sowas bei Shein bestellen, so eine schöne Kanne, wo ich extra so den Tee dann machen kann. Ich decke das mal gleich ab mit dem Tuch und dann soll man erstmal ziehen lassen. Wird lecker. Finja hat einen Pony. Ich habe eigentlich immer einen Pony, aber der war jetzt lang, den habe ich ein bisschen gekürzt. Ich hatte jetzt irgendwie total Lust auf eins und ich bin so froh, dass meine Haare so länger wachsen, so schnell lang wachsen, dass ich eigentlich auch ein Zöpfchen machen kann. Uhu. Ja, ich wollte euch hier diesen schönen Lippenstift zeigen. Das hat nämlich auch die Ina für die Leonie gekauft. Das ist hier Max Factor Color Elixir Soft Matte. Die Nummer ist Ist das diese Nummer, die hier drauf steht? Hier ist eine 3207. Hier. Das ist die 05. Das ist 05. Ich weiß jetzt nicht inwiefern. Das ist 05 Sandcloud. So ein schönes Ding. Mega. Also. Ne? Ja. Den wollte ich euch gezeigt haben. Das ist nämlich so, so schön. Ja. Ohrringe habe ich auch von meiner Freundin. Genau. Ja. Dann sind diesmal diese hier. Boo! Meine Prinzessin Anna. Sie hat auch heute wenigstens mal Zöpfchen. Boo! Einmal erschrecken, ja? Willst du erschrecken? Ja. Ich muss auf jeden Fall meine Haare färben. Seht ihr, wie das aussieht bei mir hier? Voll grau, voll. Aber ich warte jetzt noch eine Woche und
Ich färbe dann kurz vor meinem Geburtstag. Genau, die Xenia hat bald Geburtstag, das ist echter Wahnsinn. Ich werde jetzt den Käfig sauber machen von den Chinchillas und dann wollte ich hier ja, die ganzen Schubladen ausräumen, weil es ist hier, es liegt hier alles Mögliche hier drin. Und ich habe mich immer so gedacht, ach, ich trenne mich nicht, ich habe keine Lust, das brauche ich ja vielleicht. Ja, das habe ich. Gleich Mama macht hier. Immer wieder zur Seite legen, ne? Wie man so kennt, das werde ich brauchen und so weiter. Jetzt habe ich gesagt, misse ich einfach alles weg. Das, was nicht gebraucht wird, wird wirklich weggeschmissen. Weil ich lagere das schon seit 4, 5 Jahren, ne? Und das habe ich auch immer noch nicht gebraucht. Deswegen schmeiße ich das weg. Genau. Und dann setze ich mich in Verbindung mit mir in aller Ruhe in einen Raum. Aber das werde ich, glaube ich, am Abend einfach machen. Das passt am besten dazu. So zu manifestieren und so weiter, solche Sachen. Einfach zur Ruhe kommen und meine Gedanken, meine Seele. Heute ist Dienstag und ich habe gesagt, Dienstag und Donnerstag möchte ich diese 2 Tage für mich haben. Ja, ich koche jetzt was zum Essen, eine Kleinigkeit. Wir haben noch von gestern die Reste, aber ich koche noch was. Dann bringe ich die Leonie zur Arbeit. Ja, und dann ist ja auch schon Abend. Dann kann man das in aller Ruhe genießen. Habe mir auch schon passende Musik ausgesucht und so weiter. Ja, ja, mal gucken. So, jetzt legen wir erstmal los. Die süßen Chinchillas haben hier den halben Karton auseinander gefressen, das Häuschen. Ja, müssen wir alles, muss ich alles gleich entsorgen und ein neues kaufen. Aber ein neues kaufen werde ich erst am Wochenende. Fahre ich zum Tiergeschäft. Zum Fressnapf rüber. Ja, dann mal sehen. Naja, gut. So, ihr Lieben, ich bin fleißig am Machen. Ich habe jetzt eine Reispfanne gemacht. Zeige ich euch gleich. Die Kamera umdrehen. So sieht sie aus. Das habe ich so nach chinesischer Art gemacht. Ich habe ein Päckchen Buttergemüse genommen, ne, und dann Knobi, Sojasauce, am Ende noch gebratene Eier reingefügt. Ne? Ja. Und dann haben wir hier Anna. Ja, sie macht hier mit mir. Ähnlich wie Muffins. Ich hoffe, es gelingt uns. Ich habe jetzt einfach den Teig wieder ausprobiert. Chorni. Braune. Kakao. Kakao, genau. Ja, ich habe einfach gedacht, warum nicht? Was für Vorsicht, was Schatz. Oh, Mami, Biali. Was, oh Mama? Oh, Mami, Biali. Biali? Also, ja, meine Creme ist... helle Creme, ne? Und Itwoi und Anna ist, ne? Müssen wir Kamera runter und Anna ist Schoko. Schoko. Kakao. Kakao. Schoko Kakao. Schoko Kakao. So, ich stelle mal euch hier ab. Ja, also es wird was, der geht gerade hoch. Mal gucken. Ich habe auch nicht so viel Teig gemacht, extra einfach, um zu schauen, ob das einfach erstmal klappt überhaupt. Nein, das heißt lecken. Die Anna hat schon so viel Schokolade gegessen. Also Kakao habe ich hier reingemacht, aber... Lecker. Du hast noch im Mund essen. Schluck erstmal runter und dann... So, ich mache mal nochmal auf. Das muss noch, also ich habe auch kein Rezept dafür, ich habe nichts. Ich habe das, wie gesagt, einfach aufs Auge, auch einfach aus dem Kopf rausgeguckt sozusagen.
bin selber ganz überrascht. Mal schauen, ob das, wie gesagt, ob das wird. Ich habe doch hier so Mandeln reingemacht in den Teig. Seht ihr, der ist so flüssig halt, ne? Pass auf, pass auf. Wie dein. Mama. Ja, du bist meine Perle. Ja, wir probieren mal und dann zeige ich euch das Ergebnis, wie es geworden ist bei uns. So, ihr Lieben, ich bin mit meinen Nerven am Ende heute. Und zwar kommt für euch gerade ein frisches Video. Ich muss ein anderes. Noch ein Versuch. Ich habe mein Lenkdings vergessen von der Kamera. Na? Sieht ein bisschen komisch aus. Naja, passt schon. Mache mich ein bisschen fertig. Ich habe mich nur heute Morgen gekämmt und wie soll ich sagen, schnell, weil ich eigentlich so mich vorbereitet habe, einige Termine abzuarbeiten. Und ja, das war nicht so einfach, weil ich einfach denjenigen nicht erreichen kann, schon seit Tagen. Ja, ich versuche morgen früh mein Glück nochmal, aber weil ich möchte unbedingt einen Hals-Nasen-Ohrenarzt erreichen. Ich habe jetzt nach einem guten gesucht. Ich habe lange gesucht, wirklich. Ich nehme zwei Haargummis. Lange gesucht, aber keinen guten gefunden. Also ich sag mal so, seitdem wir hier wohnen, wir wohnen hier 8 Jahre bald, habe ich so viele Ärzte abgesucht, sei es Neurologe, weil ich neurologisch bedingt einen Arzt brauche, und sei es ein Hals-Nasen-Ohrenarzt. Also wir haben wirklich versucht, ständig haben wir versucht, einen zu finden. Ich habe auch immer genommen, der nicht unbedingt so nah ist. Ne? Ich habe auch einen genommen, der 30 Kilometer weit ist von unserem Zuhause. Aber ich sag's euch, die sind dann immer so gewesen, die Ärzte. Die haben mich einfach im Stich gelassen. Also sei es mein Tinnitus, ne? Der eigentlich schon seit Jahren behandelt werden muss, kommt nichts. Ne? Der Arzt so, ja, Tinnitus kann man nicht rückgängig machen, das ist so, sie werden nur irgendwann mal komplett taub. Okay. Ne? Aber dieses komplett einmal taub ist ja noch nicht mal das Problem. Das Problem ist ja, dass ich langsam merke, dass ich ab und zu so Gleichgewichtsprobleme habe. Was ist das denn hier? Das ist kaputt und deswegen Gleichgewichtsprobleme habe. Na, das ist manchmal, je nachdem, was für Töne ich höre und so weiter, habe ich Gleichgewichtsprobleme. Ne? Dann habe ich auch dementsprechend Aua. Und auf meinem Ohr habe ich seit einigen Wochen auch so Druckprobleme. Ne? So richtige Druckprobleme. Und ich benutze sehr, sehr gerne diesen Kirschenhaarspray, ne? Der ist auch schon wieder fast leer. Ja, meine Haare sind eh dreckig, die muss ich waschen, deswegen sprühe ich da ordentlich was drauf. Weil hinten habe ich ja noch ein bisschen zu kurze Haare. Und das ist dann, ja. Yeah.
ein ganzes Kilo Dings drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen gefunden, der hat auch super gute Bewertung. Jetzt hängt es nur daran, ob er halt neue Patienten aufnimmt und Wetter. Und ja, genau. Zuerst, ob er gut ob er neue Patienten aufnimmt und dass da jemand mal dran geht. Ne? Das wäre jetzt mir sehr, sehr wichtig. Ja, ich werde morgen zu den Geschäften fahren und Videos abdrehen, weil heute habe ich das einfach nicht mehr geschafft. Mir ging das den ganzen Tag über eigentlich nicht so toll. Ich habe meine Periode heute Nacht bekommen. Ausgerechnet heute Nacht einfach. Und die Rücken immer früher und immer früher. Also ich glaube, ich wechsle langsam zum Ende des Jahres. Wahrscheinlich irgendwann bin ich wieder am Anfang des Monats. Naja, wichtig ist, dass ich bis zum Urlaub das so beibehalte, weil ich habe keine Lust im Urlaub dann meine Periode zu bekommen. Das hatte ich vorletztes Jahr. Gut, dann sind die auch irgendwann zu Ende, aber das war trotzdem ein bisschen blöd, ein paar Tage, ne, so. Naja, mach nichts. Ich mache mich jetzt so ein bisschen fertig, weil ich zur Arbeit fahre. Und wahrscheinlich, wie es aussieht, habe ich einen Job. Noch weiß ich nicht, was das so sein wird in Richtung Teilzeit oder in Richtung Basis. Ich denke, in Richtung Basis wäre das Optimalste für mich mit einem Kleinkind. Ich muss ja auch gucken, dass ich die Kleine beaufsichtigt bekomme und so. Das ist eigentlich kein Problem. Mein Mann ist ja eigentlich immer da, wenn ich jetzt arbeiten würde. Ne? Also das würden wir beide so hinkriegen. Aber ich würde halt diese Chance ergreifen und arbeiten gehen. Würde ich halt sehr, sehr gerne. Also noch verrate ich euch natürlich nicht wo und so weiter, aber ja, vielleicht habe ich das schon verraten, ich weiß es nicht, kann sein, dass ich das, ne, so, ich muss ein bisschen meine Augenbrauen kämmen, so, ich habe heute Shein-Paket erhalten und schaut mal her. Ja, also, ne? Dieses Ohrring ist so und dieses Ohrring ist so. Voll süß gemacht, so. Zwei verschiedene, aber ich mag das voll. Ja. Ups. Ja, also. So, ganz bisschen, ganz neutral, ein bisschen Schminke. Ich habe mir gestern so die Haut rausgerissen, ich sag's euch. Habe ich irgendwo ein Haar? Dann dachte ich, ja, ich habe irgendwo ein Haar und irgendwo ein Fussel hier. Dann dachte ich, ich mache mir in die Hose. Es hat so weh getan. Ich sag's euch, es hat so weh getan. Ja. Also, ich zeige euch gleich. So ein paar Sachen. So ein paar Sachen von Shein. Also einmal habe ich Das muss so ein bisschen akkurat sein. Naja. So, das räume ich jetzt Müll weg, bla bla bla. Also, es geht. Die Farbe ist schön. Ja,
Genau. Ja, muss auch mich auch gleich fertig machen. Aber ich zeig euch mal hier mein. Ich habe jetzt zwei Budgetplaner. Ich wollte euch den Unterschied zeigen. Natürlich, das, was ich von der Lina geschenkt bekommen habe zu meinem Geburtstag letztes Jahr, ja, das ist natürlich sowas von stabil. Also dieser Stoff, hier, dieser Stoff ist sehr stabil und diese Hüllen hier, die sind auch stabil. Die neuen Hüllen, die ich dazu mitbestellt habe, die sind was anders vom Stoff her, aber sind auch gut. Sind halt weicher, ne? Und der Budgetplaner ist halt ja, weich, ne? Der lässt sich kneten. Hab aber hier auch noch ganz viel Hüllen bestellt. No, und hier habe ich schon auch die ersten Spiele, das Spiel fertig, hier mit dem Stier. Und dann habe ich hier Skorpion und so weiter und so fort, also unsere alle. Den Akku muss ich aufladen. Oh Mama, ladet dein Handy auf. Ja, genau. Bin aber trotzdem super zufrieden, weil andere Budgetplaners sind für mich einfach zu teuer, um das Geld, ja, also es macht Spaß zu sparen, aber es muss nicht unbedingt teuer sein, ne? Das Wichtige ist, man hat einen Umschlag quasi und diese Hüllen, ne, die sind mir wichtig gewesen jetzt, ja, mehr brauche ich jetzt nicht, also 10 Euro hat es gekostet und 1,75 Euro haben die Hüllen gekostet, die Hüllen waren 10 Stück für 1,75. Das ist super günstig und ich werde mir immer wieder beim Shein sowas bestellen. Ja, ja. Und dann habe ich mir noch so eine Lichterkette bestellt. Eins hatte ich ja hier unten, aber das habe ich jetzt nach oben zu mir ins Schlafzimmer getan. Ja, mein Schatz. Ich weiß nicht, dort musst du gucken. Und eins tue ich aber doch jetzt ins Spielzimmer bei Anna rein. Hm? Und ich habe Stühle. Endlich habe ich alle Sitzbezüge in Schwarz. Seht ihr, alle Stühle sind jetzt gleich. Keiner sieht kaputt aus. Ne? Also die Sitzbezüge für 3 Euro, da würde ich euch einfach nur weiterempfehlen. Die lassen sich gut pflegen, gut waschen, passen für alle Stühle, kann man sagen. So gut wie, ich muss nach unten die Kamera wenden. Ja, wir haben hier zwei verschiedene Stühle. Einmal so ein und einmal etwas breiteren. Und selbst der ist einfach passend, einfach passend. Die sind so stretchy, diese Bezüge, also Wahnsinn einfach. Ja, ne? Weil das nämlich für mich so ein Problem war. Und zwar dachte ich, ja, kann ja nicht wahr sein. So, Stühle sind ja noch gut, wisst ihr, was ich meine? Und das wäre dann so schade, wenn wir jetzt ja, jedes Jahr oder jede 3-4 Jahre neue Stühle uns holen würden. Dazu habe ich einfach nicht das Geld. Ja, weil ein neues Stuhl, das, was uns allen gefällt oder gefallen würde, würde mindestens 100 Euro kosten. Ja, und alle 5 Jahre 100 Euro. Also klar, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man dafür ausgeben, aber ich würde es nicht jetzt machen. Ja, mein Schatz. Setz dich hin und iss. Mama, fütter dich doch gerade, Schatz. Ja. Ne? Deshalb habe ich gedacht, okay, unsere Stühle sind. Ja, Papa ist wach. Ist so gut. Deswegen habe ich gedacht, unsere Stühle sind super stabil und dann werde ich einfach so Sitzbezüge. Psst, Papa schläft noch, denke ich. Ja, noch Sitzbezüge bestellen. Ja. Und ich würde mir die immer wieder bestellen. Ich habe jetzt noch 2 übrig. Ich habe 8 Stück nämlich bestellt. Und wir haben, glaube ich, einen Stuhl noch oben. Und dann haben wir einen Ersatz. Ja, und das ist perfekt.
Ja, wir müssen, wir werden jetzt uns nach dem Urlaub, weil nach dem Urlaub geht das erst vorher nicht. Also unser Sofa ist von einem Schlag auf den anderen, ist einfach kaputt. Dieses Leder, den haben wir jetzt. Anna ist geboren, sie war 7 Monate, sie ist jetzt 2,5 Jahre haben wir diesen Sofa. Wir haben den super günstig gekauft, neu, aber super, super günstig. Das gibt es nämlich so ein, bei kleinen eBay-Anzeigen, so ein Laden, so ein Lager, 500 Kilometer weit von uns entfernt, Gesundheit. Und ja, die verkaufen Ausführungsstücke. Sehr, sehr, sehr gut, sehr neu, also Bette auch und alles. Wir sind da hingefahren und haben diesen Sofa gekauft. Ja, 2,5 Jahre und ja, leider ist der Sofa von heute auf morgen blättert das Leder ab und alles. Ja, aber momentan, wie gesagt, sind andere Prioritäten wie unsere Autos noch mal ein bisschen zu reparieren, in den Urlaub zu sparen und nach dem Urlaub können wir dann neu starten, mit Geld ausgeben. Naja, ja, ich habe auch neue Wimperchen bestellt und die kamen auch. Also 3,50 € für 10 Wimpern. Also einfach Wahnsinn, kriege ich nirgendwo. 3,50 € und die sind, ja, die sind so toll. Die sind auch einfach so schön. Die sind etwas größer als die anderen Wimpern, aber die sind cool. Die sind schön. Du hast jetzt ein Stück hier kleben gelassen. Muss mal reinkleben eigentlich. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Kannst du mal die Stelle machen? So sind die. Und die anderen, ja gut, die anderen würde ich auch immer wieder kaufen. Die anderen sind so. Die sind halt mehr natürlicher und sie haben halt nicht so groß ausgesehen in im Bild, aber sind was voluminöser, ne? Aber gefallen mir trotzdem. Da muss man jetzt nicht unbedingt, ja, mein Schatz, da muss man jetzt nicht unbedingt so groß im Gesicht was schminken machen oder so, dann hat man halt eben die Wimpern schon so groß. Ja, aber okay, ist Geschmackssache alles, ne? Ich liebe Wimpern und deswegen, ja, ich muss bloß nur noch meine Haare färben. Das tue ich aber wie gesagt nächste Woche. Und dann ist das erledigt. Ja, ich freue mich auch schon in den Garten zu gehen und im Garten zu arbeiten. Ich sag's euch, freue ich mich einfach so riesig groß. Ja, aber nun, ich werde euch jetzt nicht hier voll plappern, habe genug erzählt. Ich wünsche euch weiterhin noch einen wunderschönen Mittwoch. Bleibt gesund, alles als Liebe. Danke für die Unterstützung. Freue mich über deine Däumchen nach oben, über die Kommentare natürlich auch. Ja, vielen, vielen Dank und dann bis morgen, bis zum neuen Video. Deine Finja.